Sehr geehrte Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer, liebe Preisträgerinnen und liebe Preisträger, mein Name ist Markus Köster, neben mir steht Michael Tessel. Wir beide leiten die beiden Landesmedienzentren der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe und in dieser Funktion auch die Medienberatung NRW und haben die Ehre, heute die Preise des Wettbewerbs Kooperation konkret zu vergeben. Seit 3 Jahren schreibt die Medienberatung NRW diesen Wettbewerb aus, ein Wettbewerb, der bereits in den vergangenen Jahren gezeigt hat, welche große Potenziale in den Bildungspartnerschaften, in unseren 4 Bildungspartnerschaften stecken. Auch 2009 haben sich zahlreiche Bildungseinrichtungen mit spannenden, innovativen, kreativen Projekten beworben. Das war viel Arbeit für die Jury, die sich ganz fair aus Vertretern der verschiedenen Bildungspartnerschaften zusammensetzt. Aber jetzt stehen die Preise fest. Ausgezeichnet werden heute hier an dieser Stelle alle erstplatzierten Beiträge aus den Bereichen Bibliothek, VHS, Museum, Medienzentrum und auch Archiv, insgesamt 6. Außerdem verleihen wir einen Sonderpreis für herausragende Leistungen im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit. Ja, als erstes darf ich die Herren Materna, Schmidt und Laukel auf die Bühne bitten. Sie erhalten den Preis für die Geschichtsrelais des Stadtarchivs Castrop-Rauxel und des Arbeitskreises für Stadtgeschichte der VHS Castrop-Rauxel in Kooperation mit Grundschulen. Diese Veranstaltung findet seit 2003 bereits alljährlich statt, kurz vor den Sommerferien. Die Geschichtsrelais zeigt, so das Votum der Jury, wie aus Bildungspartnerprojekten eine lebendige Tradition erwachsen kann. Der motivierende Wettkampfcharakter der Rallye begeistert junge Schülerinnen und Schüler für die Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte ihrer Heimatstadt. Die Rallye macht Geschichte greifbar und zum positiv besetzten Erlebnis für alle Beteiligten. Nicht zuletzt besticht der Beitrag durch die gute Vorbereitung und Einbindung der Lehrer. Wir möchten Ihnen sehr herzlich gratulieren. Sie erhalten eine Urkunde. Sie erhalten mit herzlichsten Grüßen und einer schönen Erinnerung einen Blumenstrauß und Sie erhalten einen Gutschein über die beiden Preise. Wir wollen diese Preise heute nicht im Einzelnen nennen, sie sind sehr unterschiedlich, aber ich denke, sie sind eine Anerkennung für Ihre Arbeit. Wir danken Ihnen sehr herzlich und möchten Sie bitten, jetzt mal ganz kurz mit uns zusammenzurücken für ein kurzes Bild für Sie und Ihre Partner. Und dann möchte ich Sie bitten, das gilt auch für alle weiteren Preisträger, dass Sie sich rechts und später links auf der Seite noch länger aufhalten. Wir wollen am Ende noch ein Bild gemeinsam machen. Danke Ihnen sehr herzlich. Ja, wir kommen zu den Bibliotheken als Bildungspartnern. Und ich darf auf die Bühne bitten, Frau Dagmar Schnittger, Leiterin der Stadtbücherei in Büren. Die Stadtbücherei Ebenbüren, ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen, am Teutoburger Wald, hat unter dem Motto Kinderkompetenzen im Schuljahr 2008-09 eine bunte Palette von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche initiiert. Das reichte von Lesungen für die Jüngeren zur Förderung der Lesekompetenz über betriebswirtschaftliche Vorlesungen für die Älteren zur Förderung der Selbstständigkeit bis hin zu interaktiven Lesungen zur Steigerung des Denkvermögens. Die Jury urteilt, die Stadtbibliothek Ebenbüren zeigt mit ihrem Projekt Kompetenz fördern, wie vielseitig Bildungskooperationen gestaltet werden können. Kindern und Jugendlichen verschiedener Schulformen und Altersstufen werden auf kreative Weise verschiedenste Themengebiete zugänglich gemacht. Besondere Beachtung bei der Jury fand das Projekt Begegnung mit Schwarzafrika als ein vorbildliches Kooperationsprojekt zur Förderung der interkulturellen Kompetenz. Herzlichen Glückwunsch, Frau Schnittger. Und den Gutschein. Das Bild noch? Ein bisschen nach vorne, damit wir.
Ich darf für den dritten Preis Frau Dr. Jaschke und Renate Wiechers nach oben bitten. Ich stelle Ihnen ein Projekt vor von den Kolleginnen und Kollegen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Mein Lieblingsprojekt. Es ist übrigens in dem Museum entstanden, wo Frau Rischhoff-Thale, die heute Morgen eröffnet hat, selbst jahrelang erfolgreiche Museumsleiterin war. Es geht um einen Audioguide zur Ausstellung Imperium, 2000 Jahre Varusschlacht des LWL Römermuseums in Kooperation mit dem LWL Medienzentrum für Westfalen. Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen in Haltern produzierten gemeinsam zwei Audioguides, die Jugendlichen und Kinder rappend durch die Sonderausstellung Imperium 2000 Jahre Varusschlacht führten. Ein Audioguide von Schülern für Schüler gemacht. Mit diesem Beitrag zeigt das LWL Römermuseum, wie innovativ Bildungskooperation im Bereich der Medienproduktion sein kann. Der Guide motiviert und holt die Schüler in ihrer Lebenswelt ab. Er macht junge Menschen neugierig und begeistert sie für die Geschichte des alten Roms. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Auch Ihnen Ihre Urkunde. Der Strauß Blumen, Sie beide schaffen das, denke ich. Und Ihre Gutscheine für Reise. Jetzt kommen wir ein bisschen nach vorne. Ja. So, wir haben für die Museen zwei erste Preise, denn es gab gleiche Punktzahl. Und ich darf deshalb auf die Bühne bitten, Frau Dr. Sabine Lessmann, Museumspädagogin im Kunstmuseum Bonn, Karin Schad, ehemalige wissenschaftliche Volontärin im LVR Landesmuseum Bonn und Heidemarie, ach nee, die ist nicht da. War das so? Okay, also diese beiden. Ja. Ja, die beiden nehmen einen Preis entgegen, den beide Museen gewonnen haben, das LVR Landesmuseum und das Kunstmuseum Bonn. Denn die haben mit Unterstützung des regionalen Bildungsbüros im Schulamt der Stadt Bonn ein Museumscurriculum für die ersten bis vierten Klassen der Bonner Grundschulen entwickelt. Die Jury schreibt dazu, das Museumscurriculum ist ein vorbildliches Beispiel für systematische, institutionenübergreifende Konzeptentwicklung. Die erarbeiteten Basismodule zielen unabhängig von Inhalten auf die Ausbildung prozessbezogener Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern ab. Besondere Beachtung findet dabei die Langfristigkeit des Konzepts. Bildungspartnerschaften werden über die gesamte Grundschulzeit hinweg fest im Schulprogramm und Museumsangebot verankert. Andere Museen können das Curriculum mit wenig Zeitaufwand an ihre Rahmenbedingungen anpassen und profitieren so von dieser wertvollen Vorarbeit. Und das Foto? Wir kommen zu den Volkshochschulen. Ich darf auf die Bühne bitten, Herrn Dieter Lehmann, Leiter der Volkshochschule Minden, Frau Andrea Griese-Pelikan, Programmbereichsleitung der Volkshochschule Minden und Sonja Kruse, Koordinatorin im Ganztag der Volkshochschule Minden. Die Volkshochschule Minden hat ein Angebot für Ganztagsgrundschulen entwickelt, in Kooperation mit Sportvereinen, Kultureinrichtungen oder gesellschaftlichen Institutionen. Ein ganz umfassendes Bildungsangebot, speziell für den Nachmittagsbereich von Ganztagsschulen. Die Jury urteilt, die VHS Minden leistet mit ihrem Trägermodell Pionierarbeit in diesem Bereich.
Als langjähriger Anbieter von Kursen für Kinder und Jugendliche hat sie ein Ganztagskonzept entwickelt, das in der Kommune überzeugte. Besondere inhaltliche Beachtung fand die kompetenzorientierte Zielsetzung durch die individuelle Schülerförderung, der Ausgleich familiärer Defizite sowie die Förderung des sozialen Lernens. Herzlichen Glückwunsch. Der sechste erste Preis geht an das Medienzentrum der Stadt Bielefeld. Ich bitte Michael Wenzel, den Leiter, auf die Bühne, und von dem Partner der Polizei Bielefeld, Herrn Peter Warenhorst. Es ist ein Projekt des Medienzentrums Bielefeld in Kooperation mit dem Sozial- und Kriminalpräventiven Rat, dem Kommissariat Vorbeugung, dem Kompetenzteam Bielefeld und der Bielefelder Bürgerstiftung. Hallo Herr Wenzel. Fahrenhorst. Das Projekt heißt Surfen mit Sinn. Es informiert im Rahmen von Elternabenden, Lehrerfortbildungen und Schülerprojekten über Chancen und Risiken von Online-Angeboten, wahrlich ein wichtiges und aktuelles Thema. Es vermittelt Schülerinnen und Schülern, so die Jury, einen reflektierten Umgang mit dem Netz und damit ein vorbildliches Beispiel für die Förderung von Medienkompetenz. Dabei werden gezielt sowohl die Multiplikatoren, aber auch die Eltern und Pädagogen in speziellen Lehrmodellen geschult und sensibilisiert. Besondere Beachtung findet der Präventionsgedanke. Durch die aufklärende Arbeit sollen auch Internet- und Computerkriminalität an Bielefelder Schulen minimiert werden. Herzlichen Glückwunsch. Gutscheine. Ja. Tja, die Blumen. Bisschen nach vorne noch. So, last not least, der siebte Preis ist der Sonderpreis für herausragende Leistungen im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit. Und dazu darf ich auf die Bühne bitten Herrn Gerhard Antoni, Beauftragter Kulturmanagement am Berufskolleg Höxter, und Jana Thiesen und Robin Zell, Schüler am Berufskolleg in Höxter. Freut mich besonders. Wenn wir damit auch zweimal dabei haben, die nun Ziel der ganzen Übungen sind, Bildungspartner für Schule zu stärken. Ja, am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Höxter können Schülerinnen und Schüler ihr kaufmännisches Wissen im Rahmen von Praktika in kooperierenden Kultureinrichtungen anwenden. Und darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich durch eigene Theaterproduktionen oder Konzerte auch selbst künstlerisch kreativ einzubringen. Und dafür haben sie von der Jury die höchste Bewertung bekommen und werden deshalb heute für herausragende Leistungen mit einem Sonderpreis für Innovation und Nachhaltigkeit gekürt. Herzlichen Glückwunsch. Die Jury schreibt, herausragend ist das Projekt deswegen, weil auf beeindruckende Weise veranschaulicht wird, welche Synergieeffekte aus Bildungspartnerschaften hervorgehen können. Die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs werden einerseits dazu motiviert, sich aktiv mit darstellender Kunst auseinanderzusetzen. Durch ihre praktische Arbeit im Kulturmanagement leisten sie andererseits einen wichtigen Beitrag zur Förderung des regionalen Kulturangebots. Das Ergebnis der Kooperationen ist Begeisterung und Freude am Lernen und Arbeiten bei allen Beteiligten. Jetzt machen wir noch ein gemeinsames Foto, oder soll ich jetzt abmoderieren?
dann gehen wir nochmal alle nach vorne für ein Bild und dann machen wir. So machen wir es. Also nochmal Glückwunsch an alle Preisträger. Dank an alle Sponsoren, den WDR, die Firma ZNet GmbH, die EKZ Bildungsbibliotheksservice GmbH und das FEU, Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Dank aber auch an alle, die bei der Organisation und der Auswahl beteiligt waren, also auch an die Jury. Und Dank an alle, die sich ebenfalls mit Projekten beworben haben, für die es vielleicht nicht zum ersten Preis gereicht hat. Aber das kann ja schon beim nächsten Mal der Fall sein, denn es gibt im nächsten Jahr wieder einen Wettbewerb. Er ist schon in Planung. Die Ausschreibung soll im Mai starten und die sind natürlich alle aufgerufen, sich zu beteiligen. Gut, dann machen wir noch das Foto und ich weise noch kurz darauf hin, es gibt Evaluationsbögen, die den Tagungsmappen beilegen. Bevor Sie die Tagung, natürlich erst nach der Podiumsdiskussion verlassen, sollten Sie die Evaluationsbögen abgeben. Okay.